Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte euch ja bereits angekündigt, dass ich noch ein Infovideo hochladen wollte, wo ich noch ein paar Infos loswerden wollte. Immer wenn es etwas Neues meinerseits gibt, gibt es auch ein Video dazu. Zum Thema F1 2019. Es steht ja in den Startlöchern und Besitzer der Legends Edition können es ja bereits ab Dienstag zocken. Und genau deshalb werde ich das am Dienstag ab 15 Uhr für euch streamen. Aber viel wichtiger ist folgendes. Wenn ihr auch die Legends Edition habt, dann zockt mit mir im Livestream. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne über meinen Instant Gaming Link kaufen. Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung, ist kein Muss, ist nur ein Vorschlag. Zum Thema Österreich Grand Prix. Ich nehme mal an, dass auch jetzt der letzte von euch bereits mitbekommen hat, dass ich zum großen Preis von Österreich fahren werde. Nicht alleine, sondern mit meinen Kumpels Marc, Hunzel und Kenny. Grüße gehen raus an die drei. Das Ganze werde ich auch per Kamera für euch festhalten, denn ich habe mir auf Amazon eine Digitalkamera gekauft, die ihr hier mal seht. Das ist die Sony Cybershot DSC WX500. Habe lange nach einer gesucht, die meinen Wünschen entspricht. Das bedeutet aber auch, dass ich bis zum 2. Juli keine News hier auf YouTube hochladen kann. Was ich aber machen kann, ist die News per Twitter oder Instagram raushauen. Die Links dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Aber Donnerstag gibt es wie gewohnt um 14 Uhr die F1 Grand Prix Vorschau mit dem großen Preis von Österreich. Aufgrund von zu vielen Formaten muss ich leider F1 einfach erklärt einstellen, aber das Sicherheitsvideo wird noch kommen. Ich tendiere so zur Sommerpause. Es wird nur bei den F1 News, dem FAQ, der Top 5 Playlist, welches ich in F1 2019 wieder einführe, und der F1 Grand Prix Vorschau bleiben. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.